Es brennt im Hausflur, der Eimer unter den Briefkästen. Was tun? Ein Feuerwehrmann zeigt uns, wie unterschiedlich Feuerlöscher funktionieren. Wir löschen erst mit Wasser. Das klappt problemlos, genauso wie der Schaum. Doch dann versuchen wir es mit einem Pulverlöscher. Das Feuer ist schnell aus, doch die Staubwolke ist groß. Groß und gefährlich, weil sie die Luft zum Atmen nimmt. Nach dem Einsatz eines Pulverlöschers habe ich einen sehr großen Schaden durch das eingesetzte Löschmittel, weil das Pulver sich überall dran festsetzt. Man muss eigentlich die gesamte Wohnung renovieren. Wasser, Schaum, Pulver. Diese drei Feuerlöscher kann man überall kaufen. In Baumärkten, im Fachhandel und natürlich im Internet. In unserem Test versuchen wir, einen Flüssigkeitsbrand zu löschen. In dem Fall Benzin. Hier zeigt sich, Pulver ist sehr effektiv, löscht am schnellsten. Wasser kann gar keinen Flüssigkeitsbrand löschen. Und Schaum dauert deutlich länger als Pulver. Der Inhalt der Flasche ist nach 36 Sekunden fast leer. Aber warum dauert der Löschvorgang so lang? Weil es ein Schaumlöscher ist. Ich muss erst praktisch einen Schaumteppich über die Flammen legen können, damit der Sauerstoff abgetrennt ist. Einen Schaumlöscher gibt es ab ca. 40 Euro im Handel. Der löscht feste und flüssig werdende Stoffe und wird von der Feuerwehr empfohlen. Ein Wasserlöscher ist teurer, dafür aber leicht an der Tankstelle nachfüllbar. Kostet um die 70 Euro und löscht feste Stoffe. Am günstigsten ist der Pulverlöscher. Den gibt's schon ab ca. 20 Euro. Der löscht schnell feste und flüssige Stoffe und auch Gase. Großer Nachteil jedoch die schädliche Staubwolke. Doch wie sieht es mit der Bedienung aus? Wir wagen den Test und fragen Passanten, ob sie für uns unter Zeitdruck ein Feuer löschen können. Wo muss ich denn anfassen? Irgendwo hier. Warum lässt er sich nicht drücken? Auf jedem Feuerlöscher steht immer drauf, wie man ihn bedienen muss. Schlimm ziehen, Schlauch nehmen und raufdrücken. Okay. Ja, aber dann müssen wir dahin. Dankeschön. Ja, der häufigste Fehler, was man ja sehen konnte, war, dass die Leute nicht wussten, wie man den Feuerlöscher überhaupt in Betrieb nimmt. Unser Fazit. Für kleinere Brände empfiehlt sich ein Schaumlöscher. Der sollte in greifbarer Nähe stehen. Und wenn man weiß, wie er bedient wird, sind das wertvolle Sekunden, die am Ende Leben retten.